Eine Habilitationsschrift ist eine schriftliche wissenschaftliche Arbeit. Eine Habilitationsschrift wird in aller Regel im Rahmen der Habilitation zum Erwerb der Lehrberechtigung an einer wissenschaftlichen Hochschule vorgelegt. Im Gegensatz zu einer Dissertation muss es sich um eine Arbeit mit hohem methodischen Anspruch handeln, durch welche die wissenschaftliche Forschung nicht nur in einem kleinen Segment vorangebracht werden soll. Des Weiteren muss sie neue wissenschaftliche Ergebnisse enthalten und die wissenschaftliche Beherrschung des Habilitationsfaches und die Fähigkeit zu seiner Förderung beweisen. Damit ist die Habilitationsschrift die anspruchsvollste akademische Qualifikationsschrift im deutschsprachigen Hochschulwesen. Bei einer sogenannten kumulativen Habilitation werden ersatzweise mehrere Schriften mit einem gemeinsamen Vorwort versehen und eingereicht. Üblicherweise wird eine eingereichte Habilitationsschrift auch von fachfremden Prüfern beurteilt. Die Habilitationsschrift ist wie die Dissertation eine Hochschulschrift, die von den Hochschulbibliotheken und der Deutschen Nationalbibliothek gesammelt wird. Anders aber als bei der Dissertation besteht keine gesetzliche Grundlage für eine Pflichtablieferung der Habilitationsschriften. Diese ist in den einzelnen Hochschulsatzungen sehr unterschiedlich geregelt. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass der Habilitant ein eigenes Interesse daran hat, seine Arbeit zu publizieren. Seit dem Aufkommen der Netzpublikationen der Hochschulschriften begegnet man auf Hochschulschriftenservern auch Habilitationsschriften, wenngleich dieser Dokumenttyp zahlenmäßig noch nicht stark ins Gewicht fällt. Die von den Hochschulbibliotheken bei der Deutschen Nationalbibliothek abgelieferten Online-Hochschulschriften sind über den Bibliothekskatalog der DNB recherchierbar.